Herzlich willkommen zur neuen Staffel von Breakthrough TV. In der vergangenen Staffel haben Sie einige Klassiker gesehen. Wenn Sie interessiert an aktuellen Matches sind, an der Zukunft der European Wrestling Promotion, präsentieren wir Ihnen Breakthrough Live aus der Wrestling School. Mein Name ist TV Timothy. Sir G sagt, Nachwuchstalent ist hier herausgefordert. The winner of this match will qualify to face European Wrestling Promotion Junior Champion Johnny Ramsden. The Rokaeka also had over 1 meter, 86, 93 kilo, Maxi Schneider. The Blaue Ringecke aus dem Herzen Thüringer, 174 centimeters, 81 kilo, Marius Al-Ani. Ring frei. So fängt Schneider an mit seinem Gekletsche. Schneider ist ein zugezogener Hannoveraner. Dennoch haben ihn die vielen gebürtigen Hannoveraner hier im Publikum bei der European Wrestling Promotion bereits in ihr Herz geschlossen. Langjährige Fans und auch neue Fans heute dabei. Genau wie Ringer. Wir haben ein volles Programm heute. Auch Ecki Eckstein und Valverde. Big Van Walter und Stampede Simon. Markus Gutschke. Und Michael Schenkenberg und unser Main Event Leon Van Gestern gegen das Junior Champion Johnny Ramsden. Hier kurz zum System des Turniers. Wir haben zwei Halbfinalbegegnungen. Schneider gegen Al-Ani zurzeit im Opener. Am späteren Abend werden Götzschel und Schenkenberg aufeinandertreffen. Bei Breakthrough 2 am 17. März gibt es dann das Finale und der Sieger wird den neuen Junior Champion Johnny Ramsden um dessen Titel herausfordern dürfen. Al-Ani will ein schnelles Ende machen. Aber das kann er gegen Schneider nicht einfach bringen. Attraktives Chain Wrestling. Schneider setzt hier den Wristlock an. Das ist hier kein Exhibition in der Wrestling School. Das ist hier Competition, weil es geht um das Championship. Und vielleicht eine Platzierung bei einer der EVP-Hauptshows in Hannover. Exhibition gibt es allerdings auch. Wenn Sie interessiert sind, besuchen Sie die Seiten der European Wrestling Promotion. Christian Eckstein und sein Trainerstab laden jeden Interessierten ein, einmal die Wrestling-Schule aus nächster Nähe zu betrachten. Schneider mit seinen Rücken. Anscheinend mit einer Verletzung hat er getaped. Aber das ist ein sportsmännlicher Handschlag vom Al-Ani. Weil man soll das erwarten hier in der Wrestling School. Aber es geht um Competition. Will die beide die Nummer 1 Herausforderer sein? Armdrag von Schneider. Offen gestanden hatten viele Betrachter im Vorfeld prognostiziert, dass Maxi Schneider der allererste Junior Champion sein wird. Es gelang ihm dann nicht bei Championship Christmas diesen Titel zu gewinnen. Stattdessen freuen wir uns, dass wir mit Johnny Ramsden einen ebenbürtigen Vertreter an der Spitze der Junior Division haben. Ramsden wird heute seine Hand voll haben gegen Leon Van Gesteren, der amtierende EVP Tag Team Champion. Umso motivierter ist Schneider allerdings, dieses Turnier zu gewinnen, um dann Ramsden endlich herausfordern zu können um diesen Titel. Al-Ani draußen. Und er wird tatsächlich mit dem Countout. Bedeutet ihm das Junior Championship gar nichts.
Schneider wird auch deshalb von vielen als Favorit gehandelt, weil er der Erste war, der überhaupt im Hangar Nummer 5 bei einer Veranstaltung der European Wrestling Promotion inmitten der Pro-Wrestler antreten durfte. Vielleicht ein oder die anderen Fans fragt sich, warum sitzt Sergey am Ringside und nicht Olaf Heiden, der heute seine Anwesenheit ist noch zu finden, aber er ist verspätet durch das Zug, Verspätung und die Kälte hier in Deutschland. Aber ein extra Gebühr für den Englischunterricht konnte ich bei jeder Fans verlangen. Vielleicht mit der Klingelbeutel. Alani rettet sich ins Seil. Schneider muss lösen. Color and Elbow. Wieder gewinnt Schneider die Oberhand. Und wieder rettet sich Alani ins Seil. Hellmann ist zur Stelle. Schneider sieht jetzt etwas verzweifelt aus. Was denkst du? Er ist immer noch sauer, dass er nicht der Junior Champion ist. Er hat gegen Johnny Rancid verloren bei Christmas Wrestling. Und er will sich selbst beweisen und die Fans hier, dass er die Nummer 1 Herausforderung sein sollte. Hier legt eine gewisse Verbissenheit an den Tag, die ich von Schneider bis dato nicht kannte. Es macht sich nicht bezahlt, so viel steht fest. Es hat uns sogar 20 Euro gekostet. Ohne zweite Elbow auf seine verletzte Rücken. Dafür gibt Al-Ani jetzt den Ton an. Camel Clutch. Wird das die Aufgabe vom Schneider? Keine Aufgabe. Weiß er, wie man sich aus so einem Hold befreien kann? Ist er nah genug an den Ringseilen? Vielleicht kann er mit den Beinen eines der unteren Ringseile erreichen. Solche Strategien und auch die Griffe muss man in die Wrestling School lernen. Von einem Profi wie Ecki Eckstein gibt es bestimmt viel zu lernen für jeden jungen Wrestler, der es versuchen möchte, ein Profi zu sein. Al-Ani entscheidet selber, den Griff zu lösen. Beschloss wohl, dass er Schneider zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Aufgabe zwingen kann. Cover. Ein Two-Count. Vielleicht ein bisschen lässig, der Pin-Versuch. Das dachte ich auch. Etwas zu nachlässig. European Uppercut. Immerhin setzt Al-Ani nach. Irish Whip mit der Brust zuerst. Und ein Scooper nach diesem Dropkick. Auch hier kein Erfolg für Marius Al-Ani. Und zweite Saal Schneider. Flying Cross Body. Und jetzt. Mattenflug. Vom Al-Ani. Al-Ani merkt, dass dies der Wendepunkt zugunsten Schneiders sein könnte. Beschließt deswegen, den Ring zu verlassen. Nicht besonders sportlich, möglicherweise aber effektiv. Die Unterstützung. Von den Fans hier in die ausverkaufte Halle in der Wrestling School ist Al-Ani egal. Ihm geht es nur um das Championship-Möglichkeit. Nochmal 20 Euro für unsportliches Verhalten. Keine Mann. 20 Euro Geldstrafe.
Und das ist eine harte Strafe, wo eine Mattenflucht doch dem Regelwerk entspricht, solange man sich nicht auszählen lässt. Aber Moral wird in der Wrestling School eben auch priorisiert. Besonders sportlich ist das hier auch nicht, Jay. Man hat bis zum Fünfkampf vom Referee Jens Hellmann die Fliege, das Hold zu brechen, und das hat er gemacht. Wir sind nicht hier bei der Super Bowl. 1, 2, 3, 4. Erste gelbe Karte, erste Verwarnung. Gelbe Karte, aber nie. Anscheinend die gelbe Karte nicht wirksam auf Alani, aber doch auf Schneider irgendwie. Und er fragt das Publikum, was ist jetzt los mit Schneider? The local favorite. Schneider stöhnt vor Schmerzen, hält sich den Rücken. Alani weiß jetzt natürlich, welche Partie von Schneiders Körper er attackieren muss. Verhöhnt seinen Gegner noch zusätzlich. Ein weiterer Whip-In. Schneider versucht noch etwas seinen Körper zu drehen, sodass er nicht voll mit dem Rückgrat in die rote Ringecke stürzt. Whip-in und ein Backbreaker. Mit anschließendem Cover, Beine eingehakt. Doch Schneider befreit sich, er sieht allerdings nicht so aus, als könne er in absehbarer Zeit in dieses Match zurückfinden. Setzt Schneider sein Career aufs Spiel bei diesem Match mit seinem verletzten Rücken. Hier kommt er aber mit der Head Scissor zurück. Hip Toss. Macht noch ein Comeback. Und ein Scoop Slam. Komm schon. Klatschen kann er noch. Chicken Wing Suplex, Cover. Auch vielleicht eine Spur zu nachlässig, ohne die Beine einzuhaken. Möglicherweise wollte Schneider nur etwas Zeit gewinnen, dachte noch nicht einmal daran, das Match jetzt zu beenden. Immerhin ist kaum eine Minute vergangen seit seinem Comeback. Tiefer Dropkick gegen den Rücken des sitzenden Alani. Jetzt hackt er das Bein ein. Wieder kein Sieg, da muss mehr kommen, Maxi. Alani greift zum Unterstützer mit seinen Füßen, um das Hold zu brechen und vielleicht ein bisschen Zeit für sich zu gewinnen. Aber es hilft nicht. Schneider Splash in der Ringecke. Ein Knee-Lift geht in die Seile, doch Alani kontert. Ah, noch so eine Aktion, die den Rücken in Mitleidenschaft zieht. Cover mit eingehackten Beinen ist es das. Nein, Schneider hebt die Schulter. Snap Suplex. Nahezu jede Aktion aus dem Repertoire Al-Anis zielt jetzt auf den Rücken von Schneider. Sieht man auf dem Gesicht von Al-Ani endlich ein bisschen Emotion? Er möchte tatsächlich gewinnen, nicht nur Schaden einrichten gegen seinen Mitschüler hier in der Wrestling School. Einige Knee-Lifts, um zu verhindern, dass Schneider kontert. Mit Erfolg. Cover nach dem Suplex.
Wieder kein Sieg. Alani führt jetzt klar in Near Falls. Scheinbar denkt er aber, er könne mit einer Schulterung dieses Match sowieso nicht gewinnen. Konzentriert sich jetzt wieder auf die Submission. Da fiel es Schneider nicht schwer, sich zu befreien. Ich bin etwas überrascht. Wir haben schon Schneider schon im Ring mit echten Profis gesehen. Und er hat bestimmt was gelernt. Und eines davon war Ausdauer. Beide Männer entfernen sich jetzt vom Grappling, konzentrieren sich auf Striking. Und Eye-Raking von Seite Alani. Es ist vorbei. Bring das Alani zu Ende. Das Publikum hofft natürlich, dass es ihm nicht gelingt. Wird jetzt laut. Tornado DDT, ich glaube, das ist es. Schneider steht im Finale. Aber auf welchen Preis? Schneider qualifiziert. Schneider kann wirklich von Glück sprechen, dass es sich hierbei nicht um ein One-Night-Tournament handelt. Denn müsste er jetzt noch im Finale antreten, würde ich schwarz für ihn sehen. Dennoch verneige ich mich, eine außerordentliche Leistung. Doch auch Marius Alani hat mich überzeugt. Beide junge Ringer hat das ganze Publikum überzeugt. Das hier in der Wrestling School ist tatsächlich Catch-as-Catch-Can Wrestling vom Feinsten beigebracht für die nächste Generation, für die Nachwuchstalents, für die Newcomers. Our second match, Breakthrough 2012, in the Rotary Ring Ecke, aus Hannover, 1,85 Meter, 95 Kilo, Val Verde. Lauter fordert Verde. Sein Gegner in die Blaue Ring Ecke, 1,84 Meter, 112 Kilogramm, aus Deutschland, für Deutschland, die deutsche Rakete. 112? 102! Du stehst dran zu, Ecki. Ja, die gar nicht. Die deutsche Rakete. Ecki Eckstein. Hat Eckstein ein Gewichtsproblem? Also stimmt es. Oh, wen sehen wir denn dort hinten zum Ring kommen? Haben wir einen Überraschungsgast heute Abend? Alle Nachwuchstalent hier in Wrestling School würden sich freuen und gleichzeitig fürchten, gegen den Schwergewichts-Champion gegenüber zu stehen. Aber heute nur als Gast. In Unterstützung der neuen Talent. Doch das muss das Ziel sein. Ist er so etwas wie eine fleischgewordene Motivation für die Schüler der Wrestling School? Dort möchten sie irgendwann einmal hin. Das möchten sie sein, der Weltmeister im Schwergewicht. Weltbekannt, in diverse Liga Erfahrung hat der Cannonball Grizzly über Jahre. Der ehemalige CWA Iron Man hat das Beste, was das Wrestling Business zu bieten, besiegt. European Wrestling Promotion Trivia, was haben Cannonball Grizzly und Johnny Rancid gemeinsam?
Ich gebe auf. TV, die Antwort ist? Beide gewannen einen Titel bei Championship Christmas. Das stimmt. Wer werden ihre nächsten Herausforderer sein? Grizzly hat die Fans heiß gemacht und die Wahl gegeben und die haben herausgerufen, Fit Finley gegen Cannonball Grizzly, sehen wir das tatsächlich? Man werde verlangt absolute Ruhe vom Publikum. Warum? Ja, frag ihn! Ich will hier welche Sachen in den Mund. Haare rausreißen! Auf sowas stehen wir, das haben wir gehört. Wir haben gesehen, im Steinhude, wie Ecki Eckstein zu illegal Methode mit einer Kaltbackstreife gegen Val Verde angegriffen hat. Unter den Armen? Nein! Und danach versucht, das auf eBay zu verticken. Hannover gegen Fürth und die Hannoveraner halten zum Fürther. Das zeigt nur, welche Sympathien sich Eckstein über die Jahre hier in Hannover erarbeitet hat. Ja, der sagt halt. Amtierende Tag Team Championship der EWP mit seinem Partner Leon Van Gestern. Den werden wir heute im Main Event auch noch sehen, wenn er auf den neuen Junior-Champion Johnny Rancid trifft. Konzentrieren wir uns vorab auf diesen speziellen Kampf. Schüler gegen Lehrer. Und Lehrer bisher mit der Oberhand. Ausgetrickst. Und dann mit einem Armdrag. Keine Aufgabe, keine Aufgabe. Auch gleich gibt er auf. Was für eine Strategie sollte Verde gegen seinen Lehrer entwickeln? Das Problem ist, dass alles, was Verde kann, ihm Eckstein beigebracht hat. Eckstein kennt Verdes ganzes Arsenal. Jede Bewegung, jede Aktion, jede Reaktion. Es ist so schwierig für Verde. Er kann nur auf einen Fehler seines Lehrers hoffen. Sir Jay hat der Vergnügen, auch mit Ecki Eckstein zu co-kommentieren und auch sämtliche Fragen über seine Ausbildung im Wrestling-Geschäft. Und da hat er durch die harte Schule von meinem Fit Finley durchgehen müssen. Zwei. Aber die Fans in Hannover können sich freuen, dass Finley wieder in Europa kommt. Nach Jahren. Und diesmal als Publikumsliebling. Das zeigt mir nur eines. Alles ist doch möglich hier in der European Wrestling Promotion. Ob es allerdings möglich ist, dass Verde seinen Lehrer Eckstein besiegt, wage ich zu bezweifeln. Jedenfalls würde ich ihm raten, das Match fern von Aufgabegriffen und Mat-Wrestling zu verlagern, denn da ist Eckstein zu Hause. Verde muss einfach versuchen, Eckstein zu überraschen, doch es ist so schwierig. Im Moment spielt er eindeutig in der Defensive. Bemüht sich einfach nicht aufzugeben, durchzuhalten. Aufzugeben, das wird fatal für Verde in der Wrestling-Schule. Wie soll es weitergehen? Als ein Wrestling-Lehrer, Eckstein fordert keine Aufgabe für seinen Studenten, muss durchhalten. Wir haben gesehen, wie Schneider im Ring gestiegen ist, trotz Verletzung. Eckstein präsentiert hier uns eine Attacke aus dem Arsenal von Axel Dieter. Ah.
Weiter bearbeitet Eckstein die Arme und Schulter von Verdi. Man merkt, Verdi ist frustriert. Er weiß nicht so recht, was er mit Eckstein anfangen soll. Kommt überhaupt nicht dazu, eine offensive Aktion anzubringen. Laute Chops, die man, glaube ich, sogar heute Abend im Hangar hört. Eine Spezialität von Mackie Eckstein. Unterstützt ihn! Dafür lässt er sich feiern, fordert aber auch das Publikum auf, seinen Schüler zu unterstützen. Mit Recht. Weil hier geht es um die Zukunft des European Wrestling Promotion und Wrestling allgemein hier in Deutschland und Europa. Und vielleicht sehen wir die nächsten Stars des Wrestling-Geschäfts. Und das wieder Hannover wird das Höhepunkt. Was macht Eckstein? Nochmal! Hey Mann! Was? Hier, Bärbel hat was gesagt! Was denn? Eckstein nimmt jetzt seinen Schüler auf die leichte Schulter, doch mir wurde gesagt, junge Talente, die in dieses Geschäft einsteigen wollen, müssen mit so etwas rechnen. Teilweise auch der Spielball der Senioren, der Profis zu sein. Durchzuhalten ist wichtig für eine junge Wrestler zu lernen. Die Schmerz, die Entmutigung zu überstehen und weiter zu kämpfen und nicht aufzugeben. Und das hat Verdi drauf. Vorarm Smash zum Brustkorb. So sehr man Verdi für seine nicht vorhandene Offensive am heutigen Abend kritisieren mag, doch man muss ihm auch anrechnen, dass er schon einige Minuten in diesem Match ist, nicht aufgegeben hat und weitermacht. Sich nicht für die Mattenflucht entscheidet, wie etwa im Opener Al-Ani. Al-Ani hat ein Ziel und das hat siegreich zu sein und zu jedem Mittel hat er versucht, ohne Erfolg. Und Verdi möchte nur durchhalten oder doch besiegen. Ein Elbow Drop, ein Offensive Move von Verdi. Pinversuch. Immerhin bis zwei. Hielt der Eckstein auf der Matte, sieht jetzt seine Chance, besteigt das zweite Seil. Vielleicht ist das eine gute Idee, Eckstein mit Aerials anzugreifen. Und wieder geht er aufs zweite Seil. Ich denke, dies entspricht dem, was ich ihm empfohlen hatte. Weg vom Chain Wrestling, weg vom Mat Wrestling, weg vom Submission Wrestling. Genau das tut er hier. Und bringt bereits seine zweite offensive Aktion in Folge. Wie würde das aussehen, wenn ein junger Student, ein Lehrling aus dem Wrestling School, der amtierende Tag Team Meister besiegt? Vielleicht war dieser dritte Double Axel Blow in Folge doch zu berechenbar. Eckstein ist zurück. Aber dieses Cover sah wirklich nicht aus, als wolle er seinen Schüler jetzt schon besiegen. 112 Kilo. Und da sehen wir Cannonball Grizzly. Was hat der Eckstein geraten? Weitermachen? Wieder bringt Verdi eine Offensivaktion an, wenn auch eine sehr unkonventionelle. Alleine aufstehen lassen. Der Zweck heiligt hier wie so oft die Mittel. Jetzt versucht sich Verdi tatsächlich am Submission Wrestling überraschenderweise mit Erfolg. Abdominal Stretch. Eckstein sieht aktuell nicht gerade aus, als könne er sich daraus befreien. Vielleicht, wenn er seine Kraft in einen Hip-Toss umlagert und genau das gelingt ihm hier. Schulter 1, 2, 0.
Eckstein benutzt ein kräftiger Abdomen mit einem Pin-Versuch. Aber auch nicht mit volles Herz. Langsam sieht Verdi hingeschlagen. Vielleicht haben wir die letzte Offensivmanöver. Oh, ein Butt-Drop. Er hatte einige Chancen. Santan. Wieder ein Cover. Verdi hält durch. Er ist gefordert, für Mechstein wieder auf die Füße zu kommen. Mit einem Reversal. Ich denke, Eckstein covert Verdi jetzt auch nur so häufig, um zu sehen, ob dieser noch weitermachen will, ob die Ausdauer da ist, ob dieser Beruf der richtige ist für seinen Schüler, um ihn einfach zu testen. Oh, Powerbomb! Doch das kann es sein! Ob er will oder nicht, aber aus einer Powerbomb aus dem Hause Eckstein kann sich Bell Verdi nicht befreien. Er hat lange durchgehalten, doch der Sieger ist am Ende, wie erwartet, die deutsche Rakete. Eckstein! Danke, Hannover! Und Eckstein geht zu seinen Leuten, die Fans, und er klaut sich gleich in der ersten Reihe Sitzplatz. Das war Breakthrough TV. Wir sehen uns nächsten Monat wieder aus der Wrestling School. Adios, amigos.